Hallo und willkommen zurück zum neuen Video. Heute soll es mal wieder um Neuerscheinungen gehen und zwar um die Neuerscheinungen für den Dezember 2021. Ich kann es irgendwie kaum glauben, dass der letzte Monat des Jahres jetzt schon vor der Tür steht. Irgendwie war dieses Jahr ganz komisch. Ich habe das Gefühl, einerseits hat es sich gezogen, aber andererseits steht jetzt irgendwie überraschenderweise schon die Weihnachtszeit vor der Tür. Das ist ganz, ganz seltsam irgendwie. Ich glaube, es könnte irgendwie damit zusammenhängen, dass man Anfang des Jahres noch nicht so viel machen konnte. Und dann wurde es irgendwann besser, weil so Theater und sowas wieder aufgemacht haben. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es, wie gesagt, um Neuerscheinungen gehen. Und wer meine Neuerscheinungsvideos schon kennt, der kennt das ganze Prozedere. Also ich rede erst über einige deutsche Titel, die ich so rausgesucht habe und danach stelle ich englischsprachige Titel vor. Ich gehe dabei immer chronologisch vor und auf Folgebände gehe ich nicht so sehr ein. Außer es handelt sich halt eben um Companion Novels wie bei New Adult rein. Da sind auch dieses Mal wieder einige dabei. Also im deutschen Teil sind sehr viele New Adult Titel, die ich halt eben vorstelle. Und ich würde sagen, ich lege direkt los mit dem ersten Buch. Das ist ein Folgeband und zwar erscheint am 1. Dezember Die Zukunft der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Das ist der 6. Teil der Miss Peregrines Reihe und damit quasi der zweite Abschluss sozusagen. Denn das Ganze war ursprünglich mal eine Trilogie und wurde dann nachträglich erweitert. Und jetzt ist es halt eben eine sechsbändige Reihe. Und ich freue mich natürlich sehr, dass diese Reihe tatsächlich auch bis zum Schluss übersetzt wird. Also das ist ja bei so längeren Reihen immer ein bisschen gefährlich, wenn man die Bücher auf Deutsch liest. Ich habe tatsächlich nur die erste Trilogie gelesen. Die fand ich damals sehr schön und auch irgendwie süß und spannend, aber mich hat es nicht so extrem gereizt, dass ich dann auch noch die weiteren Bände unbedingt lesen musste. Aber ich freue mich für alle, die halt eben diese Reihe gelesen haben und jetzt dann den Abschluss lesen können, halt eben auf Deutsch. Weiter geht es am 2. Dezember und da erscheint Infinitas Fluch aus Glut und Asche, der erste Teil der Gods of Ashes Reihe von Marina Neumeier. Als Aliqua nach jahrhundertelanger Gefangenschaft unter der Vulkanasche des Vesuv überraschend befreit wird, findet sie sich im Zentrum eines uralten Konflikts wieder. Seit der Antike lastet auf den Familien Omodeo und Pomponio ein Fluch, der Fluch der Unsterblichkeit. Aliqua gerät ins Visier einer Gruppe Unsterblicher, die nur ein Ziel kennen, die Grausamkeit der römischen Götter zurück auf die Erde zu holen. In Santo findet sie einen Verbündeten, doch er hütet ein düsteres Geheimnis. Klingt auf jeden Fall ganz interessant und ganz spannend. Ich habe von der Autorin Marina Neumeier noch nie was gehört, deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht ein Debüt ist oder ob sie mir einfach nur so unbekannt ist. Falls ihr schon mal von der Autorin gehört habt oder vielleicht sogar schon etwas von ihr gelesen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es mir auf jeden Fall mal so vorgemerkt und werde, denke ich, mal so ein paar Meinungen mir dazu einfach angucken. Weiter geht es ebenfalls am 2. Dezember, da erscheint dann Chasing Hope von Julia K. Stein. Das ist der 3. Teil der Montana Arts College Reihe und hierin geht es auf Julie und sie ist auf Hawaii in einer Hippie-Kommune aufgewachsen und hat sich den Stipendiumsplatz am Montana Arts College hart erkämpft. Sie hat nicht vor, sich in ihrem Creative Writing Studium von irgendetwas ablenken zu lassen. Schon gar nicht von einem reichen Schnösel wie Nate, dem alles zugeflogen kommt. Nates Eltern denken, dass er Wirtschaft studiert. Doch seine wahre Leidenschaft liegt im Drehbuch. Er möchte Filme produzieren, die Welt aus neuen Blickwinkeln zeigen. Und er möchte Julie aus der Reserve locken, der es immer schwerer fällt, sich zu konzentrieren, wenn er in der Nähe ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich dieses Buch lesen werde. Also ich habe den ersten Teil aus der Reihe mal gelesen. Ich fand den okay, aber jetzt nicht. Ich war nicht so wahnsinnig begeistert irgendwie. Ich finde an sich irgendwie diese Thematik ganz spannend, eben mit diesem Arts College und so. Aber einfach die Umsetzung hat mir nicht so gut gefallen beim ersten Teil. Und deswegen bin ich so ein bisschen zögernd, was eben das Weiterlesen angeht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, es klingt auch wieder ganz interessant. Mal schauen, vielleicht höre ich es dann doch irgendwann mal als Hörbuch. Mal gucken. Ebenfalls am 2. Dezember erscheint dann noch ein weiterer New Adult Titel und zwar Where the Waves Rise Higher, der 2. Teil der Shetland Love Reihe von Katinka Engel.
Als älteste von drei Schwestern musste Nessa viel zu früh erwachsen werden. Mit ihrer eigenen Mikrodestillerie erfüllte sie sich endlich einen Traum. Und langsam gewinnt ihr Whisky auch über Shetland hinaus Bekanntheit. Als die nordschottische Whisky-Messe ansteht, hat sie vor allem ein Ziel. Sie will es ihrem Erzfeind Boy Tullock, Erbe der größten Destillerie der Insel, ein für alle Mal zeigen. Doch schon bald muss es dazugeben, dass Boyd nicht nur ein arroganter, sondern auch ein ziemlich attraktiver Idiot ist. Und der Konkurrenzkampf wird ganz neu angeheizt. Ja, ich habe immer noch nichts von Katinka Engel gelesen. Das ist so eine Autorin, die schon ewig auf meiner Want-to-Read-Liste quasi steht. Also irgendwie möchte ich mehr was von ihr lesen, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Was auch daran liegt, dass ich ja jetzt nicht so die größte New Adult-Leserin bin. Also wenn ich ein, zwei New Adult-Bücher irgendwie im Monat lese, dann ja, reicht mir das eigentlich meistens schon. Deswegen ja, konzentriere ich mich da momentan eher auf meine Subbücher sozusagen. Aber irgendwann möchte ich mal was von ihr lesen. Irgendwann. Oder als Hörbuch hören zumindest. Mal schauen. Irgendwann. Dann habe ich am 2. Dezember noch einen Folgeband. Und zwar erscheint dann noch Lady of the Wicked Teil 2. Die Seele des Biests von Laura Labers. Ist, soweit ich weiß, eine Dilogie. Es ist so eine Fantasy-Dilogie. Und der erste Teil ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen. Den habe ich gerade erst vor ein paar Monaten irgendwann mal vorgestellt. Ja, dass ein Folgeband ist, werde ich jetzt nicht auf den Inhalt eingehen. Aber ich verlinke euch ja alle Titel in der Infobox. Beziehungsweise bei diesen Reihen verlinke ich ja immer den ersten Teil, damit ihr euch nicht versehentlich spoilert oder so. Also wenn euch die Reihe an sich interessiert, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Ich finde auf jeden Fall, dass die Reihe an sich ganz interessant klingt und irgendwann werde ich mir die bestimmt mal angucken. Wenn es tatsächlich eine Dilogie ist, dann vielleicht sogar sehr bald, weil ich ja gerne Reihen auch so am Stück lese und deswegen eigentlich nur so ein bisschen gewartet habe, dass die halt immer geschlossen ist. Dann geht's weiter am 13. Dezember. Da erscheint You Will Be the Death of Me von Karen M. McManus. Das ist ein neuer Jugendthriller von der Autorin. Der ist übrigens auch im November jetzt gerade erst auf Englisch erschienen. Also ich finde das sehr schön, dass der Verlag sich da mal wieder Mühe gegeben hat, dass die Übersetzung dann auch sehr schnell danach erscheint. Und es geht hier drin um Ivy, Matteo und Cal. Und sie waren einmal befreundet. Jetzt haben sie nichts mehr miteinander gemein. Aber als Cal zu spät zur Schule kommt und dort auf Ivy und Matteo trifft, scheint das die Gelegenheit zu sein, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Einen Tag blau machen. Bei ihrem spontanen Ausflug in die Stadt sichten sie einen vierten Schüler auf Abwägen und folgen ihm mitten hinein in einen Tatort. Ivy, Cal und Matteo kennen den Toten, der vor ihnen liegt. Und eigentlich sollten sie jetzt die Polizei rufen. Doch sie alle haben eine Verbindung zu dem Toten und etwas zu verbergen. War ihr Zufallstreffen wirklich ein Zufall? Klingt auch wieder super, super spannend. Ich mag die Bücher von Karen M. McManus allgemein sehr, sehr gerne und deswegen werde ich mir dieses Buch wahrscheinlich dann auch mal irgendwann näher angucken. Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ebenfalls sehr gespannt bin ich auf das nächste Buch, das ebenfalls am 13. Dezember erscheint. Es ist wieder mal ein Folgeband von einer New Adult-Reihe und zwar ist es Und wir tanzen über den Flüssen von Sophie Buchon. June ist voller Lebenslust und steht am Anfang ihrer Arbeit am Theater. Nichts macht ihr Angst, mit Ausnahme des fragenden Ausdrucks in Kierns Augen, den sie für ihren großen Traum, Musical-Darstellerin zu werden, nach nur wenigen gemeinsamen Monaten verlassen hat. Doch mindestens genauso sehr fürchtet sie Ashs hasserfüllte Blicke. Ash, Kierns bester Freund, der sie schon immer auf unerklärliche Art und Weise faszinierte. Die drei begegnen sich immer wieder in Londons Straßen und mit jedem Treffen wird ihnen klar, dass die Gefühle zwischen ihnen noch komplizierter sind, als sie bisher geahnt haben. Dieses Buch kann so, so großartig werden, meiner Meinung nach. Ich freue mich da aus verschiedenen Gründen sehr drauf. Zum einen, weil der erste Teil von der Reihe eines meiner absoluten Lieblings-New Adult-Bücher ist. Dann halt eben die Tatsache, dass es um Musical geht, um Theater geht, dass es in London spielt. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal wie so eine typische Dreiecksgeschichte. Es ist auch eine Dreiecksgeschichte, aber es ist eine Dreiecksgeschichte, die polyamorös ist. Also es geht halt wirklich um eine Liebesgeschichte zwischen drei Menschen und nicht, sie kann sich nicht zwischen zwei Typen entscheiden oder so. Und das finde ich
großartig und ich möchte mehr von solchen Büchern und ich freue mich so extrem auf diese Geschichte und ich glaube, wenn das jemand sehr, sehr toll schreiben kann, dann ist es auf jeden Fall Sophie Bichon und ich bin mega, mega gehypt auf dieses Buch, habe es auch schon vorbestellt und werde es wahrscheinlich dann auch sehr, sehr schnell lesen, nachdem es dann eben bei mir eingezogen ist. Weiter geht es am 14. Dezember mit einem ganz, ganz anderen Buch und zwar Lost von Mindy McGinnis. Es sollte ein Zelttrip mit Freunden werden. Jungs und Mädchen, Bier und Lagerfeuer, mitten in der Natur. Was konnte schon passieren? Als Ashley in den Smoky Mountains verloren geht, weiß sie, dass sie ganz auf sich allein gestellt ist. Dass sie immer weitergehen muss, wenn sie jemals hier rauskommen will. Doch dann verletzt sie sich und ihre Kräfte schwinden. Eine Survival-Story, so wunderschön, atemberaubend und erschreckend wie die Wildnis selbst. Ja, das ist wie gesagt mal ein Buch in eine ganz andere Richtung, nachdem ich hier die ganzen New Adult Titel gerade hatte. Klingt auf jeden Fall auch super spannend und interessant. Ich habe von Mindy McGinnis bisher noch nichts gelesen. Ich weiß gar nicht, ob bisher schon mal was von ihr übersetzt wurde. Ich weiß aber, dass sie im englischsprachigen recht gehypt ist. Und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr großes Interesse daran, mal etwas von der Autorin zu lesen. Weiter geht es dann am 22. Dezember mit einem Buch, das ich tatsächlich schon auf Englisch gelesen habe. Und zwar Happy End gibt's nur im Film von Holly Bourne. Liebe ist was für Idioten. Das zumindest findet Audrey. Nach der Trennung ihrer Eltern muss sie allein mit ihrer frustrierten Mutter zurechtkommen. Deshalb nimmt sie einen Nebenjob im Kino an und trifft dort auf Harry. Der ist eigentlich der nächste Martin Scorsese, nur weiß das noch niemand. Während er auf seinen Durchbruch als Filmemacher erwartet, verbringt er seine Zeit mit dem Aufsaugen von Popcorn, mit Flirten und mit Grasrauchen. Damit ist er ganz sicher nicht Audreys Traumtyp. Trotzdem verlieben sich die beiden Hals über Kopf ineinander. Audrey fühlt sich, als wäre sie in einem dieser Kitschfilme gelandet, die sie eigentlich so verabscheut. Aber ein Happy End gibt es eben nur im Film. Ja, ich habe es, wie gesagt, schon auf Englisch gelesen. Mir hat es damals richtig, richtig gut gefallen. Es war, glaube ich, sogar mein allererstes Buch von Holly Bourne, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Es ist schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall mochte ich es damals wirklich, wirklich sehr gerne. Und ich freue mich, dass es jetzt eben auch auf Deutsch erscheint. Dann erscheint am 23. Dezember ein Buch von einer deutschen Autorin, auf das, denke ich mal, sehr viele Leute schon sehr, sehr gespannt sind. Und zwar Hard Liquor, der Geschmack der Nacht von Marie Grashof. Taiko ist als Nachfahrin alter Götter übermenschlich stark. Besonders, wenn sie Alkohol trinkt. Nicht schlecht, um sich als Barkeeperin in New York gegen zwielichtige Typen zu behaupten. Damit niemand von ihrer Herkunft erfährt, muss sie selbst ihren Kindheitsfreund Logan auf Distanz halten. Doch dann taucht die gut aussehende Grayson auf und behauptet, ihr Geheimnis zu kennen. Und als Taiko kurz darauf von einer Sekte entführt wird, die ihre Kräfte für sich beanspruchen will, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Grayson zu vertrauen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich finde irgendwie diese Idee schon sehr, sehr spannend, dass eben Alkohol so die Kräfte stärkt und so. Ich bin sehr gespannt, was Marie Grashof daraus macht. Ich weiß, dass es auch noch einen weiteren Teil irgendwie in diesem Universum geben wird. Den hat sie ja jetzt gerade vor kurzem angekündigt. Das wird dann aber irgendwie auch mit anderen Charakteren sein. Also das ist schon so als Einzelband quasi. Also man kann das so als Einzelband lesen. Und ja, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf, gerade weil das irgendwie so ein bisschen weird und abgedreht klingt. Ich mag es ja auch gerne mal so ein bisschen weirde Bücher zu lesen, die so ein komisches Konzept irgendwie haben. Und das könnte hier auf jeden Fall der Fall sein. Und dann habe ich noch einen letzten Folgeband. Und zwar erscheint ebenfalls am 23. Dezember die Rebellinnen von Oxford Furchtlos von Evie Dunmore. Das ist der dritte Teil der Oxford Rebels Reihe. Hattie Greenfield hat ihr behütetes Leben satt. Selbst ihr Kunststudium scheint sie nicht weiterzubringen. Doch mit dem berüchtigten Banker Lucien Blackstone vor dem Altar zu stehen, war auch nicht der Plan. Nun hat sie nicht nur einen mürrischen Schotten am Hals und womöglich die Chance verspielt, es in der Kunstwelt zu etwas zu bringen, auch ihr Kampf für Frauenrechte steht auf dem Spiel. Aber als sie mit Lucien nach Schottland reist, wird ihr klar, dass ihre Träume doch wahr werden könnten, wenn sie bereit ist, ihr Herz aufs Spiel zu setzen. Ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe den ersten Teil der Reihe immer noch auf meinem Sub. Ich will den immer noch unbedingt lesen. Und ja, wenn er mir halt eben gefällt, dann werde ich definitiv auch weiterlesen. Und das waren eben die deutschen Neuerscheinungen, die ich vorstellen wollte. Und jetzt geht's weiter mit den englischen Titeln.
Mit den englischen Neuerscheinungen geht es los am 7. Dezember. Da erscheint The Midnight Girls von Alicia Jasenka. Es ist Karnevalsaison im schneebedeckten Königreich Lyricha und von jetzt an bis Mitternacht, wenn die Kirchenglocken den Teufelsdienstag ausklingen lassen, gibt es überall winterliche Bälle, glitzernde Verkleidungen und nächtliche Schlittenpartys im Fackelschein. Unbemerkt von den Spaßmachern nehmen zwei Monster an dem Spaß teil, die in der Gestalt zweier unschuldiger Mädchen über die königliche Stadt Warschau herfallen. Sosia und Marinka sind neu gefundene Freunde und polare Gegensätze und sie scheinen dazu bestimmt zu sein, eine Freundschaft zu haben, die stärker ist als Magie. Doch das wird auf die Probe gestellt, als sie feststellen, dass sie beide Lyrichas reinen Prinzen im Visier haben. Ein reines Herz enthält unermessliche Kraft und Marinka plant, den Prinzen zu ihrer Großmutter zu bringen, um sich zu beweisen. Während Sosia entschlossen ist, sein Herz und seine Kraft für sich zu nehmen. Als keiner der beiden ihre Ambitionen für den anderen opfert, entwickeln sich die Feierlichkeiten zu einem wilden Kampf, bei dem beide Mädchen darum kämpfen, den unglücklichen Prinzen von den bösen Händen des anderen fernzuhalten. Aber dies ist kein abgelegenes Walddorf, in dem ein Hauch verirrter Magie unbemerkt bleiben könnte. Warschau ist die eisige Hauptstadt eines Königreichs, das es genießt, Monster beim Verbrennen zu beobachten. Und wenn Zosia und Marinkas unschuldige Verkleidungen auffliegen, könnte ihre eskalierende Rivalität sie nicht nur die Liebe kosten, die sie füreinander empfinden, sondern ihr Leben. Es klingt sehr, sehr spannend. Ich mag es irgendwie, dass die beiden Protagonistinnen eigentlich, ja, eher so die Bösen sind sozusagen, dass die halt eben dem Prinzen so an den Kragen wollen und so. Und es klingt auch nach einer Geschichte mit Female Female Romance. Also, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und irgendwie, ja, irgendwie mag ich es. Ich weiß nicht, irgendwie spricht es mich sehr an. Ist es irgendwie auch mal was anderes, dass die halt nicht so zu den Guten gehören, sondern halt was Böses irgendwie im Schilde führen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Ebenfalls am 7. Dezember erscheint dann The Coldest Touch von Isabel Stirling. Elise Beaumont ist verflucht. Mit jeder Berührung erlebt sie genau, wie ihre Lieben sterben könnten. Und nach dem Tod ihres Bruders, einen Tod, den sie vorhergesagt hat, aber nicht verhindern konnte, versucht Elise verzweifelt, ihre schreckliche Gabe loszuwerden. Um jeden Preis. Claire Montgomery hat auch eine einzigartige Beziehung zum Tod, hauptsächlich, weil sie bereits tot ist. Technisch jedenfalls. Claire ist ein Vampir und wurde vom Veil beauftragt, Elise zu helfen, ihre seltenen Kräfte zu meistern. Zuerst widerstrebt es Elise, mit einem Vampir zusammenzuarbeiten, aber als sie den bevorstehenden Mord an einem Lehrer voraussagt, ist sie entschlossen, den gewaltsamen Tod zu stoppen, auch wenn dies bedeutet, dass sie ihre eigene Zukunft opfern muss, um Claires Hilfe zu sichern. Das Problem ist, dass Claire und Elise nicht die einzigen Paranormalen in der Stadt sind. Ein Killer treibt sich auf den Straßen rum und Claire kann die Anziehungskraft, die sie zu Elise verspürt, nicht abstellen. Eine Romanze, die die Mission des Wirts durchkreuzen könnte. Aber als Elise und Claire sich näher kommen, fragt sich Elise, kann sie wirklich jemandem vertrauen, der sie beaufsichtigen soll? Jemand, der sie so leicht töten könnte? Jemand, der vielleicht den Schlüssel zur Aufklärung des mysteriösen Todes ihres Bruders in der Hand hat? Ja, auch das klingt super, super interessant. Auch hier wieder Female Female Romance. Ich meine, ich bin total all in. Und eine Vampirgeschichte noch dazu. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr intrigued auf jeden Fall. Und freue mich ja schon sehr drauf. Dann erscheint am 7. Dezember noch The Big Reveal von Jen Larson. Eddie ist eine talentierte Tänzerin, eine echte Freundin, fett, wild und motiviert. Als sie in das prestigeträchtige Tanzprogramm ihrer Träume aufgenommen wird, glaubt sie, nichts kann sie zu Fall bringen, bis sie merkt, dass sie nicht genug Geld hat. Eddie und ihre Freunde wollen nicht aufgeben und beschließen, eine streng geheime Burlesque-Show nur auf Einladung zu veranstalten, um Geld zu sammeln. Aber es spricht sich bald herum und das Slut- und Bodyshaming beginnt. Hat Eddie sich dem Patriarchat widersetzt oder ihm direkt in die Hände gespielt? Das klingt auch wieder nach einer wirklich, wirklich tollen Geschichte, in der es halt eben, ja, um eine übergewichtige Frau geht, die gerne tanzen möchte und das finden halt Leute einfach nicht so toll und könnte sehr, sehr toll werden. Mal schauen, wie das Ganze so umgesetzt wird. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf.
Und dann erscheint am 7. Dezember auch noch eine Sammlung von Kurzgeschichten von mehreren Autorinnen. Und zwar heißt das Ganze Fools in Love. Und dabei sind Geschichten von Rebecca Barrow, Ashley Helen Blake, Gloria Chow, Mason Deaver, Sarah Farizan, Claire Kahn, Melinda Lowe, Hannah Moskowitz, Natasha Nyang, Rebecca Podos, Lillian Rivera, Laura Silverman, Amy Spalding, Rebecca Kim Wells und Julian Winters. Und ich kenne, ehrlich gesagt, nur so 3-4 von diesen Autoren, aber die ich halt kenne, die mag ich sehr, sehr gerne. Und soweit ich es gelesen habe, sind das halt eben auch sehr diverse Geschichten mit viel LGBTQIA+-Repräsentation und ja, einfach sehr unterschiedliche Geschichten, einfach über die Liebe. Und sowas finde ich immer sehr, sehr interessant, solche kleinen Sammelbände. Und deswegen, ja, werde ich mir das, denke ich mal, auch näher anschauen. Vor allem, wenn es halt sehr, sehr diverse Geschichten am Ende werden, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann immer noch am 7. Dezember erscheint auch noch If This Gets Out von Sophie Gonzalez. Die 18-jährigen Ruben Montes und Zack Knight sind zwei Mitglieder der Boyband Saturday, einer der größten Acts in Amerika. Zusammen mit ihren Bandkollegen Angel Fan und John Braxton sind die vier jugendliche Herzensbrecher vor den Kameras und beste Freunde hinter der Bühne. Aber privat beginnen sich Risse zu bilden. Ihr einst so lockeres Verhältnis leidet unter dem Druck des Ruhms und Ruben vertraut Zack an, dass er sich vom Druck des Managements, ungeoutet zu bleiben, erstickt fühlt. Auf einer rasanten Tour durch Europa mit einem unnachgiebigen Zeitplan und minimaler Aufsicht verlassen sich Ruben und Zack immer mehr aufeinander und ihre ohnehin enge Freundschaft entwickelt sich zu einer Romanze. Aber als sie beschließen, dass sie bereit sind, es ihren Fans zu sagen und frei zu leben, beginnen Zack und Ruben wirklich zu erkennen, dass sie niemals die Unterstützung ihres Managements haben werden. Wie können sie einander festhalten, wenn die ganze Welt zwischen ihnen steht? Ich freue mich schon so, so extrem auf dieses Buch. Ich habe schon zwei Bücher von Sophie Gonzalez gelesen. Ich glaube, sie hat auch bisher nur zwei Bücher vorher rausgebracht. Auf jeden Fall mochte ich ihre Bücher bisher sehr gerne und deswegen, ja, bin ich sehr gespannt eben auf diesen Titel und ich glaube, das könnte sehr, sehr schön auch wieder werden. Und einen Titel habe ich noch für den 7. Dezember und zwar erscheint dann noch ein Folgeband, nämlich The Righteous von Renee Adier. Das ist der dritte Teil zu The Beautiful. Das Ganze wird mal eine Tetralogie, also es ist noch nicht der Abschluss von dieser Reihe. Aber ich habe gehört, gelesen, gesehen, dass The Beautiful, also zumindest der erste Teil, für nächstes Jahr auch auf Deutsch angekündigt ist. Also diese Reihe wird demnächst dann auch übersetzt. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ich habe den ersten Teil schon auf Englisch gelesen und mochte den sehr gerne. Habe allerdings bisher erstmal noch gewartet, damit weiterzulesen. Werde ich irgendwann, wenn der vierte dann auch mal so in die Nähe rückt sozusagen. Also wahrscheinlich erst irgendwann nächstes Jahr. Aber ich finde auf jeden Fall den ersten Teil schon mal sehr, sehr schön. Dann erscheint am 9. Dezember The Unraveling of Luna Forrester von Marisa Nuell. Als seine beste Freundin Luna nach einem verheerenden Hausbrand katatonisch aufgefunden wird, beginnt Matthew zu zerfallen. Pass auf sie auf, Matthew. Immer. Beschütze mein Geheimnis. Natürlich. Das hat er ihr erst vor 3 Nächten versprochen. Ein feierliches Gelübde, ihre große Familie von Menschen und übernatürlichen Kreaturen zu schützen. Matthew ist dazu verdammt, sie für den Rest seines Lebens zu lieben und nicht bereit, seinen feierlichen Schwur zu brechen. Und er weiß, dass die einzige Person, die Luna helfen kann, ihre Großmutter ist. Durch den Wald müssen sie gehen, wie im Märchen. Aber der Wald ist voller tödlicher Gefahren. Giftiges schwarzes Moos, Chimären und vor allem Mitglieder ihrer Familie, die nicht wollen, dass sie weitermachen. Als sie einer nach dem anderen abgeholt werden, rennt Matthew los, um Luna in Sicherheit zu bringen, wobei er die ganze Zeit an allem zweifelt, was er für wahr hält. Kann Matthew die verdrehten Fäden von Lunas Geheimnis entwirren, bevor er selbst zerfällt? Ja, klingt auch wieder wahnsinnig spannend und interessant. Und auch das habe ich mir direkt schon mal vorgemerkt. Okay, 2 Titel habe ich noch und zwar erscheint am 21. Dezember How Not to Fall in Love von Jacqueline Ferkins. Harper arbeitet im Hochzeitsladen ihrer Mutter und ändert Kleider für gereizte und wählerische Bräute, die sich mehr auf Säume als auf Liebe konzentrieren. Nachdem Harper jahrelang zugesehen hat, wie Streit um Hochzeitspläne ausbricht, hält Harper Romantik für ein Marketinginstrument. Nichts mehr. Ihr bester Freund Theo ist das komplette Gegenteil.
ein Date und er träumt schon vom Happily Ever After. Er spielt auch Akkordeon, stellt Kettenhemden für Ren Festers her, hängt in einem windmühlenförmigen Baumhaus ab, weint über Romcoms und nimmt seinen Tageskalender sehr ernst. Als Theo seinen x-ten Herzschmerz stillen muss, bietet Harper ihm an, beizubringen, wie man sich nicht verliebt. Theo stimmt dem Unterricht zu, solange Harper beweist, dass sie sich verabreden kann, ohne sich zu verlieben. Während der Unterricht voranschreitet und Theo sich die Lektionen zu Herzen nimmt, fällt es Harper schwerer, ihre Abmachung einzuhalten. Sie schaut auch aus ihrem Fenster, um zu sehen, ob Theo von seinem letzten Date schon zu Hause ist. Sie sieht sich sogar Romcoms an. Wenn sie ihre Gefühle gesteht, wird sie alles untergraben, was sie ihm beigebracht hat. Oder war er derjenige, der sie unterrichtete? Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr süßen, niedlichen Liebesgeschichte, die ganz, ganz toll werden könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, das letzte Buch, was ich dann noch vorstellen möchte, erscheint dann noch am 28. Dezember. Und zwar ist das wieder mal ein Folgeband. Und zwar ist das Here's to Us von Becky Abatelli und Adam Silvera. Das ist der zweite Teil zu What If It's Us. Und es war ja eigentlich mal ein Einzelband. Und eigentlich war es gar nicht geplant, dass da ein zweiter Teil erscheint. Aber die beiden Autoren haben sich halt eben dazu entschlossen, das Ganze doch noch fortzusetzen und eben die Geschichte noch weiter zu erzählen. Ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf und freue mich da sehr drauf. Und das waren eben alle Neuerscheinungen für den Dezember, die ich so vorstellen wollte, die mich halt eben näher interessieren oder von denen ich halt eben denke, dass sie euch interessieren könnten. Und schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, welche Titel euch so besonders angesprochen haben, welche ihr vielleicht vorher noch nicht kanntet, die ich euch jetzt ein bisschen näher gebracht habe. Und dann hoffe ich wie immer, dass ihr viel Spaß mit diesem Video hattet und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!